Die Lebenshilfe Tirol macht Menschliches möglich. Nenad Radosavljevic hat den Wunsch nach Arbeit, will sein eigenes Geld verdienen, unabhängiger und selbstständiger sein und die Anerkennung von Kollegen und Kolleginnen erfahren. Was ist dein größter Wunsch? Was möchtest du dann arbeiten? Lebenshilfe Tirol unterstützt Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen bei der beruflichen Integration und hilft ihnen dabei, ihren Weg zu gehen. Ganz so wie Nicole Karpf, seit 1. August 2009 angestellte Fiakerin in Innsbruck. Jan Grotenburg, seit fast einem Jahr angestellt als Marketinghilfskraft im Casino Innsbruck. Erhan Akaya, Hilfskraft bei der Gutmann-Tankstelle in Kematen. Er befindet sich derzeit in einer Arbeitserprobung. Tuba Durak, Praktikantin beim Innsbrucker Friseur Duo. Kundenempfang, Haare waschen und föhnen zählen zu ihren Aufgaben. Martin Lutz, seit 1,5 Jahren Angestellter der Firma Solum Hilber Technologie in Steinach am Brenner. Und Verena Hoffmann, Angestellte bei Spar. Sie betreut die Regale in der Filiale auf der Hungerburg bei Innsbruck. 6 von über 180 Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen in Tirol, die unterstützt durch die Lebenshilfe ihren beruflichen Weg gehen, unabhängiger und selbstständiger sind. Auch Nenad will und wird seinen Weg erfolgreich gehen. Die Lebenshilfe Tirol macht Menschliches möglich.